Hallo YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Let's Play Folge, Teil 9 unserer Reihe Railway Empire 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich bin weiterhin in dem YouTube-Aufnahme-Livestream bei Twitch. Und da kommt gerade so ein Post, den möchte ich auf jeden Fall hier mit reinsetzen. Herr Resi schreibt, hallo Andi, ich hatte dir das gestern schon mal so ähnlich geschrieben, aber ich muss dir nochmal mitteilen, ich bin deinetwegen total im Railway 2-Fieber. Habe WoWs seit Tagen nicht mehr angerührt. Wahnsinn. Aber Railway Empire 2 ist halt einfach auch eine sehr interessante Geschichte. Das nimmt einen halt echt gut gerne mit, ne? Ist halt einfach so. Und ich probiere jetzt hier in unserem Let's Play, spiele ich gerade, ihr merkt sicherlich schon, ein bisschen anders als bei unseren Livestreams, wo wir keine Let's Play-Aufzeichnung haben. Ja, weil ich halt hier mit so einem Hub-System arbeite, so ein Hub-and-Spoke-System. Bei den anderen... bei den anderen Streams, da haben wir eher immer so direkt mehr oder weniger verbunden. Lass uns einfach mal genießen. Wir haben die 9. Folge jetzt. Ich sagte eben schon, wir müssen mal gucken, ob wir Kopenhagen vielleicht ein bisschen besser angebunden bekommen, Leute. Denn Halmstad wächst, ist gewachsen, ist jetzt eine Stadt mit 3. Kopenhagen wächst jetzt in dem Moment auch wieder. Richtig gut. Eben hatten wir noch reingeguckt, und jetzt sieht es so aus, als ob hier wieder ein bisschen mehr Ware ankommt. Holz fehlt aber noch. Zucker fehlt. Und inzwischen sind hier mehr Bedarfe entstanden. Nämlich zum Beispiel für Gemüse. Ja. Und da müssen wir... Wir müssen jetzt, glaube ich, schon langsam dafür sorgen, dass wir auch Züge einsetzen, die dann direkt nur vom Hub nach Kopenhagen fahren. Ja. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. So, müssen wir uns mal angucken. Hier werden Stoffe produziert. So. Göteborg wächst auch. Da gibt es aber Fleisch. Da fehlt auch Holz. So, da kommt jetzt für Göteborg Mais und Stoff an. Ich gehe mal gerade gucken, was wir hier machen können, damit wir eventuell auch die Abfertigung ein bisschen beschleunigen können, ne? Weil aktuell sind es halt immer nur 2 Gleise, wo die Züge beladen werden können und 2 Gleise, wo die Züge abgeladen werden. Vielleicht 3 Gleise. Wir können ja einfach mal gucken, dass wir noch ein bisschen besseren... da steht der Zug jetzt auch gleich an. Ja, wir müssen hier den Hub einfach verbessern. Wir müssen die Konnektivität zwischen den Gleisen verstärken. Dass wir mit möglichst vielen Zügen die Sache hier nutzen können. Würde ich sagen. Oh, Karlskrona nimmt wieder was mit. Da kommt wieder was an Mais. Da kommt Zucker, Gemüse. Und ich sage, Dirk, danke dir nochmal für deinen verschenkten Sub an Herr Resi. Vielen, vielen Dank. Und Janet Cartman Lee, auch dir, moin. Budowai, hallöchen. Herzlich willkommen im Stream. YouTube-Aufnahmestream. Ja, deswegen heute ohne Alert oder irgendwelche Sachen in der Beziehung. Und ja, wir sind hier mitten dabei und versuchen unser System, was wir uns ausgedacht haben, ein bisschen zu verbessern. So. Ich guck mal gerade, ob wir das so hinbekommen. Ich möchte jetzt eigentlich gerne 4 Gleise überspannen. Oder wir versuchen, können wir hier auch 6 Gleise überspannen?
Anzahl der Gleise 6. Mal gucken. So, kurz vor der Teilrestaurant, während die Diablo 4 Installation kurz nochmal kurz reinschauen. Ja, Diablo 4, das wird auch ein Highlight. Aber ich kriege hier keine 4er-Verbindung. Also keine 6er-Verbindung. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich eventuell 6... Na gut, lassen wir dann so. Aber so haben wir auf jeden Fall die abfahrenden Züge. Haben wir einfach mehr Möglichkeiten, uns hier zu verteilen. So. Ramkilde Bahnhof. Und wir können, glaube ich, wir müssen unsere Frachtzüge nochmal weiter nach vorne pushen, würde ich jetzt sagen. Damit wir einfach mehr Frachtzüge in der Verteilung haben. Hier sind wir jetzt auf 3 gewachsen. Hier wird dann auch von dann wird von Göteborg hier was mitgegeben nach Kopenhagen, nach Halmstad und so weiter. Da machen wir jetzt einfach noch 2 Züge. Wir machen das jetzt einfach ganz extrem. Ja, wir nehmen die Geschwindigkeit, wir nehmen die gemischte Lok. Zack, bauen wir noch 2 Züge dazu. Eigentlich ist das Schienennetz lang genug, damit die Züge sich alle vernünftig verteilen können. So, die Gleise sind nicht über Weichen verbunden, nur die 4 rechten. Ja, genau, das ist das System, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, warum er das nicht genommen hat. Ich wollte das eigentlich so einbauen, dass alle 6 untereinander wechseln können. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, weil... zur Not mache ich dann hier so ein 4er und da ein 3er oder so. Müssen wir mal gucken. Oh, der nächste Verteilerzug fährt los. Kopenhagen, Halmstad, Göteborg. Sehr gut. Jetzt wird nämlich Gemüse plötzlich nachgefragt. Ja, Mais fehlt immer noch was. Das ist echt... wo bleibt denn der Mais? Wir haben doch hier extra eine Maislinie eingebaut. Mais-Express, wenn man dazu möchte. Gemüse, Zucker. Jetzt wird Mais, wartet auf Güter. Da wird gerade mal 2-mal Mais dann eingeladen. Wird beladen. Mais für Karlskrona. Karlskrona. Und jetzt geht's wieder los, weil wir mit 4 Waggons fahren. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum der Bedarf da nicht so groß ist. Da hätte ich jetzt einfach ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Dass da mehr an Bedarf quasi entsteht. Weil ja quasi alle Städte angeschlossen sind. Ne? Aber hier ist meist genug da. Hier ist auch genug Mais. Der wird natürlich auch hier über Göteborg versorgt. Göteborg an sich hat auch einiges an Mais. 13. Jönköping wird auch versorgt über Göteborg mit Mais. Wimmerby wird versorgt mit Mais. Okay, von der Sache her ist es halt das, dass hier eine Maisfarm quasi den Teil, ich sag mal, die 3 Städte auf jeden Fall mitversorgt. Deswegen ist hier die Nachfrage nach Mais noch nicht so hoch in den anderen Bereichen. Okay. Dann gucken wir mal, was machen wir als nächstes, Chat? Salz wird noch nicht nachgefragt, soweit ich das weiß. Es ist jetzt eher Milch, die noch aufgenommen werden müsste, und Äpfel. So, gucken wir mal. Da haben wir Äpfel. Aber das ist hier schon auf der Insel Rügen ist das schon. Hier ist Schwerin, da ist Hamburg. Hier ist Milch. Eventuell können wir Milch dann ins Netzwerk mit einspeisen. So. Aber da müssen wir wieder Brücken bauen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Ich möchte ja, dass möglichst viele Städte Milch bekommen. Ich möchte ja nicht, dass Kopenhagen nur Milch bekommt.
Eventuell. Nein, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay, dann Milch für unseren Hub. Das ist unser nächster Plan. Bahnhof. Hier ist die kürzeste Überquerung für die Ostsee oder hier? Aber ich will sowieso hier oben ran. An den Bahnhof. Also ist schon besser, wenn ich hier rumfahre. Glaube ich. So. So, gucken wir uns das an. Oh, Parallelgleise sind immer günstiger, deswegen immer an die Parallelgleise denken. Wenn die Möglichkeit gibt, Parallelgleise zu ziehen, dann zieht sie. Einmal bauen. Gleisplanung schließen, Gleisplanung öffnen. Dann ziehen wir hier noch einen so ein Trockengleis, machen hier so einen Weichenkopf drauf. Und zack. Richtungsvorgabe. So, das war das auch abgekoppelt haben, das Gleis von dem anderen Bahnhofbetrieb. Das hat soweit gut geklappt. Hier setzen wir jetzt noch die Möglichkeit hin, einmal was zu an Versorgungsgüter zu fassen. Ach, das hatten wir jetzt hier auch schon gehabt. Aber die Bahnverbindung geht dann. Nutzenstation zum Hub und einfach konstant, also wir fahren einfach konstant durch. Und auch hier werden wir es so machen, dass wir fahren voll dahin, nehmen im Hub Ware auf, laden und laden in Kopenhagen dann quasi ab. Wir nehmen dann 0 Waggons wieder mit, sodass wir dann leer zurückfahren. Wir fahren dann mit einer gemischten Lokomotive. Und dann wird nur Fracht mitgenommen. Zack. So haben wir dann nämlich auch wieder die Situation, so wie wir es hier gemacht haben mit dem Holz. Wir fahren voll Holz hier hin, nehmen vom Hub Ware dann für Karlskrona mit und müssen nur diese kleine Stückchen leer fahren. Und so machen wir es hier halt jetzt mit Kopenhagen auch. So. Und eigentlich könnte mal gucken, wie lange das noch gut geht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich bald dann wirklich schon die Züge so einsetze. Hab Halmstad, zack, ein Zug, der immer hin und her pingelt. Ja. Und dann auch hier nach Kopenhagen hin und zurück. Wobei Kopenhagen brauche ich gar nicht, weil wir hier diesen Zug haben, der quasi Kopenhagen mitversorgt dann. So, da kommt die Milch an. Wollen wir gerade mal gucken. Wo ist die Milch hier? Da, ich möchte, dass sie eingelagert wird. Ist natürlich jetzt gerade doof, weil ich natürlich vergessen habe, das vorher einzustellen, weil das ist schon Milch für Kopenhagen. Ich will das nicht. Ich lösche die Zuglinie nochmal. Wir machen das nochmal. Also. Von hier nach da, nach da. In Kopenhagen nehmen wir nichts mehr mit. Losfahren fährst du mit mindestens 4 Waggons. So, dann müsste das eigentlich ganz gut klappen. Wir fahren mit der Lokomotive.
So, und in Kopenhagen fahren wir dann mit 0 Waggons weiter, genau. Okay. Das machen wir jetzt mal. Mal gucken, wie was er jetzt einlädt. Ob das jetzt für den Hub ist. Ja, jetzt nimmt er schon Milch für Halmstad mit. Kopenhagen, Halmstad. Gemischt. Okay, er nimmt gemischt Milch mit jetzt. Sehr gut. Und hier gibt es dann die Anschlussprämie für Kolding. Wenn wir Kolding mit in unser Netzwerk aufnehmen. Und das ist natürlich jetzt auch schon sehr gut, weil wir hier natürlich die Passagierlinie haben. Und hier neben haben wir halt zwei Gleise. Also erstmal nur ein Gleis. Aber das könnte man tatsächlich dann so machen, dass man hier quasi das als Brücke benutzt, einfach anbaut. Und dann haben wir einen Bahnhof, den wir bald in Kolding haben. Und da fahren dann auch die Passagiere hin und her. Inzwischen ist das Netzwerk schon ganz schön gestiegen, ne? Göteborg-Halmstad, damit haben wir angefangen. Klasse Sache, Leute. Okay. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist die Linie, die wir gerade gebaut haben. Die fahren wir jetzt einfach mal mit. Mal ein bisschen genießen hier. So, jetzt sind wir mitten im Sommer. Wir sehen links und rechts auch blühende Wiesen. So. Genau, tschu-tschu. So ist es einfach. Einmal geht's durch Kopenhagen. Durch, da kriegen wir eine glatte Durchfahrt. Rauch aus Frachtgleis. Wir müssen halt immer gucken, ob bei den Frachtzügen in der besten Situation dann eben auch immer die gleichen Lokomotiven eingesetzt werden. So, er hat hier, glaube ich, gerade eine Panne. Deswegen steht er hier. 50 und da geht es runter. Das ist schon eine ganz schöne Trasse, die wir jetzt hier aufgebaut haben. Ganz am Anfang, wo wir uns da durch diesen Berg durchgearbeitet haben. So. Und da kommt der nächste Frachtzug. Und jetzt geht's rechts weg in Richtung Hub. Und da wird die Milch dann angeliefert, die dann wiederum für andere verteilt wird. Und da unser Zug dann über Kopenhagen wieder zurückfährt, versorgt er dann gleich Kopenhagen mit. Wir müssen uns jetzt hier hochquälen. Aber die Steigung ist nicht so schlimm. Wir fahren immer noch 45. Okay, hier geht es jetzt wieder runter. Das ist irgendwie schlecht gebaut von mir. Macht wenig Sinn, sich erst den Berg hochzuquälen, wenn es danach gleich wieder eine ganze Ecke runtergeht, ne? Die Steigung kann man sich auch ein bisschen besser... So, jetzt fahren wir auf den Hub schon drauf zu. Da hinten, wo der Rauch zu sehen ist. So, 43. Mitten in der Valla Pampa steht unser Cargo Hub. Aber infrastrukturmäßig sind wir halt ganz gut angebunden. So. So, und er hat jetzt 4 Gleise zur Auswahl, die er bekommt. Einmal rüber. Und hier fahren wir ein. Perfekt. Und da geht der nächste Hubzug raus. So. Jetzt kommen wir an. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier passiert. Die Milch, die für Halmstad mit dabei ist, die wird entladen. Wir haben dreimal... Ah, es wird alles für Kopenhagen entladen. Sogar die Milch, die wir für Kopenhagen dabei hatten. Und jetzt wird für Kopenhagen Holz mitgenommen. Milch mitgenommen. Wieder Milch.
interessant, wie die Logistik hier aufgebaut wird. Mais, Holz und nochmal Holz. Und ab geht die Post nach Kopenhagen. So, was hat der Hubverteiler hier dabei? Halmstad, 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 Göteborg, Halmstad. Also, wir können ja mal die Tour gleich nochmal eine Runde mitfahren. Einfach mal ein bisschen Atmosphäre jetzt hier. Das ist jetzt die Atmosphäre-Folge. So, legt jetzt auch los und folgt quasi dem Zug hinterher. Bloß, dass der Zug da vorne links abbiegt und wir nach rechts. Ja, immer wenn, der ist jetzt durch das Signal durch. Jetzt kriegt der Fahrer, da konnte man vorne sehen, wie das Signal runtergeht. Und jetzt dürfen wir ja auch rausfahren. Und mal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen hier. So. Okay, der Zug fuhr gerade. Ah ja, der kommt natürlich leer, weil er ja in Kopenhagen quasi abliefert und dann hat er ja nichts mehr. So. Jetzt hier einmal weiter. Mal gucken, ob wir noch Wasser passen müssen oder so. Oh, 52 Kilometer pro Stunde. So. Ich muss mal gucken, ob wir an dem Berg sollten wir, an dem Hang sollten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen feilen. Guck mal, das geht nach oben. Und dann geht es schräg nach unten. Vielleicht wird das auch für die Trasse benötigt, weiß ich nicht genau. So, jetzt biegen wir rechts ab. Da fährt der Expresszug von Halmstad nach Kopenhagen und rüber geht's auf die Bahn hier ab in den Tunnel rein. Das ist so ein bisschen so, als ob man auf der Bahnplatte sich einfach in seine kleine Lokomotive setzt und das mal aus deren Perspektive so betrachtet. Ist doch echt eine schöne Idylle hier. So, da oben, die Dampflok, die bringt immer Wolle hier nach Halmstad, um da daraus Textilien produziert werden. Und Einfahrt, Signal steht auf grün. Und wir dürfen jetzt hier einmal Halmstad genießen. So, die Expressverbindung, die geht ja nur unten am Meer lang, während unsere Cargo-Verbindung hier quer durchgeht. So. Ah, wir haben einen Erpresserbrief erhalten. Der Verfasser des Schreibens fordert 207.000 Gold. Solltest du nicht bezahlen, droht er mit einer Sabotage deines Unternehmens. Dies könnte ein Gleis, eine Zuglinie, einen Betrieb oder einen Bahnhof betreffen. Möchtest du den geforderten Betrag bezahlen? Durch unser Sicherheitspersonal können wir Sabotagen dieser Art in den meisten Fällen verhindern. Nee, ich möchte nicht bezahlen, oder, Chat? Wir geben doch keinem Erpresser nach. Unsere Bahnlinie ist stark genug. Wir haben 1,3 Millionen Gold. Oder, Chat? Teilt ihr die Meinung? Nicht bezahlen, oder? Quatsch. Wo gibt's Kekse, sagt bezahlen. Ich will doch keine 207.000 Gold bezahlen. Wo kommt das denn? Was will er machen? Es gibt ja noch keine Datenkabel. Genau, er wird höchstens eine Gleisbombe legen oder so. Wo gibt's Kekse? Dein Ernst? Warum denn bezahlen? Nein, ich will das nicht bezahlen. Ich lehne jetzt ab. Risiko. Es sei denn, du bist das. Ich bin wieder da. Nicht bezahlen. Nicht bezahlen. Jetzt. Nicht bezahlen.
Glück gehabt. Der Erpresser hat versucht, seine Drohung wahrzumachen, jedoch wurde er vom Sicherheitspersonal gefasst. Ich wusste doch, ich habe bestimmt einen Rowbike hier in meinem Sicherheitspersonal mit drin. Nicht bezahlen. So, okay. Dann haben wir's. Und wir können ja gerade mal in den überarbeiteten Personalscreen reingucken. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Railway Empire 1? Da konnte man pro Zug das Personal bestimmen. Heizer, Lokführer, Sicherheitspersonal und so weiter. Das wurde jetzt alles ein bisschen vereinfacht und zwar hier über den Button Personal. Und hier können wir jetzt bestimmen, wie viel Arbeitsstunden so ein Lokführer hat, wie viel Geld wir in Fortbildung, Gehälter, Mitarbeiterwohl und so weiter reinstecken. Und das bestimmt die Qualität und am Ende auch die Zufriedenheit und die Anzahl der Stellen, die eingesetzt werden. 84 ist das, was wir mindestens benötigen. Ich bin aber natürlich ein sehr sozialer Arbeitgeber. Ich reduziere die Arbeitszeit in der hier auf 7 und die Fortbildung wird jeweils, es werden Gehälter, Rekrutierung und so weiter alles erhöht. Das heißt, ich beschäftige jetzt 116 Leute für 96 Stellen. Ja, das machen wir natürlich auch beim Heizer. Weil umso höher unsere Qualität ist, damit wird dann auch die Effizienz der Lokomotiven gesteigert. Also die Lokomotive fährt jetzt 8% schneller als vorher. Ne? Ist halt auch so eine Sache. Und beim Zugpersonal machen wir das natürlich auch. Auch da steigern wir die Qualität. Es gibt ein bisschen mehr Geld. Ja, und am Ende, je beliebter die Arbeitsplätze sind, desto mehr Stellen sind besetzt. Also, auch da können wir den Ticketpreis jetzt nochmal ein bisschen nach oben schieben. Sicherheitspersonal braucht auch weniger Arbeiten. Und dadurch werden sich die Einnahmen für Fracht und Transport erhöhen. Und wir zahlen jetzt auch mal einen Bonus aus, ja. Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich, dass unsere Bahn so gut läuft. Am Ende ist eine Eisenbahn auch immer das, was die Menschen daraus machen. Und darum gibt es jetzt einen Bonus für die Sicherheit, einen Bonus für Zugpersonal, einen Bonus für die Heizer und einen Bonus für die Lokführer. Also, weniger Wartung wird jetzt zum Beispiel durch die Lokführer benötigt. 50% wird da verringert. Einfach nur, weil sie ein bisschen weniger arbeiten müssen und die Lokomotiven sind dann auf jeden Fall immer gut eingesetzt. Ihr werdet gleich sehen, dass die Geschwindigkeit halt steigt. Ne? Und umso schneller Lokomotiven fahren, desto besser ist er zum Beispiel für die Expresslinie. So. Müssen wir gerade mal gucken. Jetzt fährt er schon 70, 72. 76 wird ja immer mehr. 77. 77 km/h. 78. Ist schon eine ordentliche Nummer. Ja, ich bin halt ein vorbildlicher Arbeitgeber. Okay. So. Es gab ordentlich Kohle. Die Leute sind zufriedener und unsere Lokomotiven laufen effizienter. So. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass natürlich an meinem Hub die Lagermöglichkeiten an dem Hub, die sind halt begrenzt, ne? Muss man ganz klar sagen, wir können hier maximal 6 Gegenstände gleichzeitig einlagern. Ich weiß nicht, ob sich das später nochmal erhöhen wird oder erweitern wird. Aber ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das Wartungsdepot, kann ich eigentlich ein zweites, ich guck gerade mal, ich zerstöre mal das. Lass mal gerade gucken, ob hier einer wartet. Ja, wird gewartet. Und da wird auf Weiterfahrt gewartet. Okay. Müssen wir gerade mal schauen. Hier ist der Lebensbalken, der gerade gesteigert wird wieder. Weil wenn ich jetzt hier das Wartungsdepot wegnehme, ich glaube nicht, dass ich eine zweite Lagerhalle bauen kann. Das wäre natürlich richtig cool. Weil dann müssten wir halt die Wartungsdepots halt woanders hinsetzen. Aber dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass die Züge hier gewartet werden, ne? So. Aber da würde ich sagen, das finden wir einfach in der nächsten Folge wieder raus. Machen wir einfach ein bisschen kürzere Folge jetzt. Ich sage danke. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier bei der Folge mit dabei zu sein. Auf YouTube. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben lassen, Kanal kostenlos abonnieren und da erfahrt ihr immer alles um World of Warships natürlich. Aber ab und zu gibt es dann auch ein Let's Play hier von Railway Empire in der nächsten Zeit. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Ne?
gerne weiterempfehlen. Also, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.